Also, ja, ganz im Ernst, ich find's scheiße. Ich find's echt scheiße. Mega Impuls. Und jetzt kann ich auch diese Zecken hier alle relativ One-Hit durchgehend fragen, weil ich habe einen Mega-Impuls. Ich Mega-Lag. Ja, ich könnte die ganze Zeit jetzt hier die Impulstaste drücken. Unsterblich bin ich immer noch nicht. Das kommt bestimmt als nächstes. Helden-Upgrade. Unsterblichkeit. Wo ist die Dings hingegangen? Der erste Störer. Erster Reflex. Blockierer im Boden setzen. Weil ich sehe nicht, was passiert. Da blockiere ich lieber mal den Boden. Ja, und war ja clever. Und weiter geht's. Wo ist er? Wo? Dr. Barisov. Demichev, Barisov, Demisov, Barichev. Moment, Captain. Ich versuche die Tür für Sie zu öffnen. Ja, danke. Vorsichtshalber auf die Tür, falls einer durchkommt, einen Blockierer setzen. Weil ich kann den so setzen, dass ich auf beide Türen. Ja. Geht das nicht schneller? Ich dachte, die Zeit spielt. Das ist also die Singularität. Ist eh schon alles verdammt langsam. Dass ich dann auch noch Blockierer reinsetze. Fand ich jetzt gut. Ja. Okay. Ich soll das... Nein. Bestimmt nicht. Nee. Ja, es war nur mein Blockierer, der da hing. Ja, den hätte ich jetzt wieder aufleben lassen können. Nochmal 100. Oh. Ich habe das Ding so fail gesetzt. Versteckt sich hier ganz pussy-like. Übersicht verloren. Ach ja. Erstmal ein bisschen E99-Technologie nehmen und heilen. Dem da oben einen geben. So. Zeitverzögerung brauche ich überhaupt nicht. Ich kann ihm auch so ein paar meinen Kopf schießen. So, zack, zack. Und, ja, ist tot. War zu erwarten. Was gibt's denn hier noch Schönes? Irgend so ein Ding im Boden und... 300 E99 Technologie, Waffentechnologie und nochmal 600 E99 Technologie. Ich weiß gar nicht, warum die mir noch so viel E99 Technologie geben wollen. Ich glaube wohl kaum, dass das Spiel noch lange läuft.
Aber, okay. Nochmal 300. Boah, du Russe da oben, ey. Du gehst mir auf den Sack. Wo bist du, Arsch? Halt die Klappe, Junge. Halt die Klappe. Was, wenn das hier geschehen soll? Da friss erstmal das. Dann lasse ich dich mutieren und töte dich erst dann. So. Es ist mir nämlich scheißegal. Du sollst dich meinetwegen quälen. Mit dem ewigen Geschrei. Klummerschen Pimpeter. Raschkamapastka. Bla bla bla. Und wieder ein Sprung in die Vergangenheit. Ich sehe nichts. Da, alles materialisiert sich langsam. Alles normalisiert sich. Die müssen alle. Die sind alle tot. Gut. Ja. Hier rein. Schön. Um die Ecke. Da hinten habe ich direkt. Joch, Gegner gesehen. Einfach nur noch ein Rush. Was willst du denn von mir? Du Sack. Und ihm hauen wir die Rübe weg. Ist er schon? Denke ich mal. Jo. Was haben wir denn hier? Nochmal 500 und hier haben wir auch nochmal 300 und hier gibt's oh Gott, das sind auch nochmal 500 und hier sind auch nochmal 200. Ja, anscheinend wollen die, dass ich mir noch jedes erdenkliche Upgrade kaufe, weil ja, hier sind auch nochmal 200. Brauchst nicht zugehen. Jo. Ja, 9000, was wollte ich denn machen? Ja, die Punkte sind jetzt natürlich voll gewastet. Nichts. Ja. Ja. Ganz einfach. Nichts. Ich brauche nichts. Ich brauche nichts mehr. Ja. Ich habe alles, was ich will. Ich habe echt jedes erdenkliche Upgrade, was ich gerne haben wollte. Und ja, ich brauche keins mehr. Ich kann trotzdem noch E99 Technologie sammeln, wenn die noch hier rumliegt. Leck. Ja. Also jetzt, ja, bei den Aufnahmen leckt das extremst. In den Rücken, in den Rücken, in den Rücken, in den Kopf und in den Kopf und in den Kopf und das waren alle. Das waren jetzt, wie fliegen hier? Okay, 3. Ja, das waren jetzt 6 Kills. Wo? Oh, da. Munition, Volk S4. Wieder hier oben. Ja, gibt es hier so eine geile Zeitbumse. Nicht. Zack, rechts rum. Roms, Roms, Roms. Jo. Ja, ja. Muss ich mich heilen? Nein. Grafikfehler. Da ist er.
Barisov. Mahomi Barisov. Das ist es. Tja. Jetzt rücken wir die Geschichte gerade. Okay. Setzen Sie das ZMG an der Singularität ein, um einen Riss nach 1955 zu öffnen. Schon wieder. Zerstören Sie dann den Reaktor mit der E99-Bombe. Sobald die Singularität zerstört ist, kehrt sich die Geschichte wieder um. Okay. Gehen Sie, Captain. Und viel Glück. Ja, danke. Denn viel Glück gefällt mir nicht. Jo, einfach reinhalten. Einfach reinhalten. Ja, ich reise jetzt in die Vergangenheit. Bam! Singularitätslabore, Kategorie 12, Schaffung 5. Da ist jemand in der Kammer! Tja. Unmöglich! Ja. Oh Gott, Sie haben recht! Ich drück einfach. Tja. Okay. Scheiße, ich setz die Bombe direkt ein. Er hat eine Bombe! Eine E99-Bombe! Ja, eine E9, eine R99-Bombe. Hm, raus hier? Warum? Was habe ich falsch gemacht? Tja, ich habe die Bombe da eingesetzt und... Bumm! Boom! Alles kaputt gemacht. Gehabt, gegangen. Tja, jetzt? Singularität. Haben Sie Spaß auf Ihrer Reise durch die Erinnerung, Captain? Oh, das ist Barisov. Sie sehen überrascht aus. Tja. All diese Anstrengungen, um die Singularität zu zerstören. Dabei musste ich sie nur neu erschaffen. Jetzt geben Sie mir das Zeichen. Nicht Drehung. Wir haben etwas übersehen. Aber das finden wir heraus. Wir bekommen das hin. Hau ihn nicht. Schreiben die Geschichtsbücher. Sie haben verloren. Er ist ein alter Mann. Ich war schneller als du. Opfer. Nur Sieger schreiben die Geschichtsbücher. Das ist es. Die Singularität ist nicht das Leck. Problem. Sie sind in die Vergangenheit gereist und haben Demichev vor dem Feuer gerettet. Ja. Erinnern Sie sich? Ja, klar. Ja, weiß ich noch. So. Ja, genau da. Ja. Da kam die Singularität. Da habe ich ihn gerettet. Trag ihn weg. Stalin wurde Demichev. Ihn haben Sie verändert. Und ihn müssen Sie zurückändern. Sie dürfen Demichev nicht am Leben lassen. Das funktioniert nicht. Sie haben es schon versucht. Und versagt. Erinnern Sie sich nicht, wer noch da war, Captain Renko? Ja, diese ganzen Dinger. Renko, stopp! Der Mitchef darf nicht! Ja, diese komische Erscheinung. Der andere Mann waren Sie. Aha. Das stimmt, Captain. Sie sind die Anomalie. Also ist der einzige Weg, die Zeitachse zu korrigieren, Sie müssen sich selbst aufhalten. Sich selbst töten? Sie verlangen von einem Mann, sich für Ihre Fehler zu opfern? Wie oft noch? Ich bezweifle, dass Sie eine verlässliche Autorität sind, Barisov. Renko, hören Sie nicht auf ihn! Sie können die Welt retten! Sagen Sie, aber Captain, denken Sie nach, was Sie vor dem Ganzen hier waren. Eine Drohne im Schwarm. Ich kann Ihnen ein ganz anderes Leben bieten. Sie könnten alles haben, was Sie sich vorstellen. Geben Sie mir das ZMG. Und helfen Sie, die Welt zu regieren. Ist das eine Welt, an der Sie teilhaben wollen, Renko?